So sieht die wachsende Elektroanlage aus. Hier ist jetzt überall Ausgleichsmasse reingekommen. Ihr seht, die Wände sind alle noch sehr nass. Man sieht genau, welchen Raum sie wann geputzt haben. Ist natürlich eine wahnsinnige Luftfeuchtigkeit. Das braucht sehr eine Zeit. Badezimmer läuft ein Luftentfeuchter. Da seht ihr, die Wand ist noch extrem nass. Wir haben die Fenster offen, Heizung auf volle Lotte laufen. Ist natürlich für deutsche Verhältnisse unvorstellbar. Aber anders kriegt man die Luftfeuchtigkeit nicht in den Griff. Da reicht ein Luftentfeuchter normal nicht aus. Und es funktioniert erstaunlicherweise doch ganz gut. So sieht schon richtig gut aus. So, die Jungs vom Kamin sind auch da. Nacharbeiten machen. So. Denn da waren mit einigen Sachen nicht zufrieden gewesen. Das haben sie jetzt soweit wie es möglich ist korrigiert. Und heute werden wir dann, wenn die Klappen drin sind, das erste Mal Probe anheizen machen. Wir schauen mal. So, heute wurde das erste Mal der Kamin angezündet. Kamin, der zieht gut, kann man nicht anders sagen. Muss nachfugen und jetzt ist es okay für uns. So, heute kann ich euch mal wieder ein Video machen, wieder Zeit dafür. Ihr seht da den Schaltschrank vom großen Haus. Hier ist noch die provisorische Einspeisung. Ja, der Sicherungsplan. Matthias ärgert sich gerade hinten mit den Steckdosen rum. So, die Räume trocknen auch langsam aus. So, mal wieder weg. Also ihr seht, ist schon richtig gut trocken geworden. Dank voller Heizung und geöffneten Fenstern. So, hier drüben das Holzhaus. Ihr seht, die Wand hier ist noch leicht nass. Ich schätze mal noch 3-4 Tage, dann sollte es eigentlich vorbei sein. Dann ist noch eine gewisse Restfeuchtigkeit drin und die holt der Kollege dann nach und nach raus. Dann können wir nämlich die Fenster geschlossen lassen. So, da ist auch noch ein bisschen an der Ecke nass. Ach, ich werde hier schon mal zumachen. So. Und ihr seht, schön blauer Himmel. So. Ne, der Boden ist auch richtig gut geworden. So. Hier ist das nächste Schlafzimmer. Ist auch noch die Ecke nass. Wird aber auch schon besser. Montieren gerade die Klimaanlage. Hier ist die erste Einheit schon drunter. Im anderen Zimmer habe ich sie nicht gefilmt, habe ich vergessen. Gästetoilette mit Dusche denn. Hier ist dann die Küche. Der Kamin. Der ist richtig gut. Birgit hat jetzt erstmal unten den Schutz abgemacht. Und der ist gestern angeheizt worden, der strahlt heute noch ab. Wir haben jetzt hier drunter, könnt ihr das sehen, knapp 26 Grad. Also Kuschelwärme. Das gehört dann auch mit zum Wohnzimmer, das früher mal beim Holzhaus als Terrasse gedacht war. Aber mit der Option, dass es geschlossen werden kann. Und hier ist dann der Blick raus zur Garage. So, hier geht es dann raus. Ja, runter in den Wald. Und ihr seht Schnee, 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 Schnee. Wir haben heute Plusgrade, plus 1 Grad ungefähr. Und ist schon fast Frühlingsgefühle, sage ich mal. Denn wir hatten sonst, so minus 8, minus 12, minus 13 Grad, also nicht so kalt. Und schreckenweise hatten wir mal etwas mit 24, glaube ich, war es gewesen.
Aber das ist eine angenehme trockene Kälte. Jo, das war es erstmal auf die Schnelle. Das ist die Außeneinheit von der Klimaanlage. Leistung ist ausreichend und die ganzen Anschlüsse. So, wir haben, wie ich erst schon erwähnte, Plusgrade, etwa 1 Grad plus. Die Maurer sind da, nutzen die Zeit, wo es Plusgrade sind, und mauern die zweite Etage weiter, dass wir dieses Jahr fertig sind, dass wir im Winter das Dach noch drauf machen können. Bis minus 10 Grad arbeiten sie hier mit Frostschutz. Hier hinter ist dann der Technikraum und wo auch die Heizung reinkommt. Da sieht man die Jungs. So. Im Technikraum halben Meter Schnee. Da hinten ist Aggregatorraum. Da kommt später der Stromerzeuger rein für die Notstromversorgung. Und jetzt ist der Flur. Hier geht es dann raus in den Garten. Da sieht er die Terrassenpfähle. Und die betonierte Decke. Ne, haben sie sehr gut gemacht. Hier ist dann später die Treppe. Hier ein Badezimmer. Das Wohnzimmer. Auch ein schön großes. Und wieder der Blick raus in den Garten. Hier ist ein schöner Erker, wo man sich einen Tisch reinstellen kann. Und dann sitzt man quasi fast in der Natur. Herrlich. So, heute machen wir Mettwurst. Leberwurst hat man letztens wieder gemacht. Und einmal war da dabei. Beim nächsten Mal haben wir etwas mehr Fett und mehr Gewürze. Und das wird jetzt Streichmettwurst. So, hier hängt so unsere erste gemachte, selbstgemachte Mettwurst bei 4,5 Grad. Kann sie jetzt umröten. Hoffen wir, dass kein Stromausfall ist, sonst wird es zu warm hier drinnen. Sieht doch schon mal ganz lecker aus. Auch viele werden meckern, eines länger, eines kürzer, aber wisst ihr was, es ist mir egal, sie schmecken alle gleich. Das sind die Reste aus der Wurstfüllmaschine, wo ihr die Seitenflügel gerade seht. Ich war zu faul aufzustehen, deshalb fülle ich jetzt hier durch. Also die Bulettchen, die da als Rest entstehen, die sind oberlecker. Jetzt zeige ich euch mal, wie es von der Straßenseite aussieht, wenn man denn in die Siedlung fährt. Ihr seht, das Haus ist als auch ruckzuck gewachsen. Es wird auch gearbeitet. So, es geht hier rum. Den Weg müssen wir auch noch ein bisschen anpassen. So. Da oben seht ihr die U-Steine, da wird der Ringanker noch gegossen. Das soll morgen, ja genau, morgen passieren. Ja, Armierung haben sie reingemacht, die muss ich mir nachher mal angucken. Dann hat man einen schönen, vernünftigen Grundlage für einen Dachstuhl. Die Träger für die Garage liegen auch schon drauf. Ja, die Jungs sind flott und ordentlich. Ja, sie biegen. So sieht es jetzt aus mit Tauwetter. Das Video hat der Chef der Maurertruppe gemacht, die das ganze Haus gemauert haben und auch die Decke betoniert haben. Die Jungs haben wirklich bei Wind und Wetter gearbeitet, haben wirklich eine sehr gute Qualität und vor allen Dingen auch eine super Geschwindigkeit. Was ihr jetzt seht, ist um der Ringanker. Da fehlen jetzt nur noch die Abstandshalter, die haben sie inzwischen reingemacht. Morgen wird betoniert, da kommt die Betonpumpe
Und dann ist erstmal ein paar Wochen Ruhe und dann geht es mit dem Tag los.